Wir sind ein verantwortungsbewusstes Unternehmen und haben Nachhaltigkeit und Inklusion in unserem Purpose verankert. Dazu gehört für uns, unser Wissen und unsere Ressourcen so einzusetzen, dass wir einen positiven Impact schaffen. Um unser Engagement zu stärken, arbeiten wir mit einer Vielzahl von NGOs zusammen in den Bereichen digitale Bildung, Umwelt und Diversity. Und damit tragen wir zu positiven Veränderungen und einer besseren Zukunft bei. Capgemini hat wirklich ehrgeizige Ziele in Richtung Net Zero, sowohl intern als auch extern. Wir helfen Unternehmen dabei, sich für nachhaltige Wertschöpfung und eine klimafreundliche Wirtschaft neu auszurichten. Als international arbeitende NGO haben wir Teams in unterschiedlichen Ländern, Zeitzonen und mit den unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen. Das Team von Capgemini schafft es immer, alle abzuholen und unsere Themen zielgenau umzusetzen. Wir freuen uns, mit unseren Kompetenzen zukunftsorientierte Projekte zu unterstützen. So engagieren sich beispielsweise Capgemini-Kolleginnen und Kollegen ehrenamtlich bei einem Robotikwettbewerb für junge Menschen. Ich liebe die vielen Ideen, die gemeinsam entstehen. Sich einfach unsere Inspirer-Journey anzugucken und rauszufinden, was wir wirklich brauchen und dabei richtig viel Spaß zu haben, das habe ich so noch nie erlebt und ich finde es großartig. Mich begeistert die offene Kommunikation. Wirklich zu gucken, wie man ein kleines Social Startup wie uns weiterentwickeln kann und dort die Expertise einzubringen und dabei so viel Spaß zu haben, das ist der Hammer. Wir sind überzeugt, dass Menschen bessere Leistungen erbringen, wenn sie authentisch sein können, sich respektiert, einbezogen und anerkannt fühlen. Daher unterstützen wir Diversity in all seinen Facetten. Integration fängt immer mit einem herzlichen Hallo an. Auf der einen Seite waren Ready School Teilnehmer, die alle Migranten und Geflüchtete sind. Auf der anderen Seite war Capgemini Mitarbeiter, die unsere Teilnehmer unterstützen wollten. Und in großen Mentorship-Events haben wir Einheimische und Migranten zusammengebracht, um deren Fähigkeiten und deren Träume zu teilen. Und genau so haben wir geschafft, dass wir in Deutschland noch mehr Fachkräfte gewonnen haben für die deutsche Tech-Industrie.